Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten, und furchten sich für dem Volk. Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt Ischariot. Der da war aus der Zahl der Zwölfen, und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten. Und sie wurden froh und gelobten ihm Geld zu geben. Und er versprach sich und suchte Gelegenheit, dass er ihn überantwortet ohne Rumor. Es kam nun der Tag der süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm, und er sandte Petrum und Johannem und sprach: Gehet hin, bereitet uns das Osterlamm, auf das wir's essen. Sie aber sprachen zu Osterlamm.
Und da die Stunde kam, setzte sich nieder, und die zwölf Apostel mit ihm, und sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt dieses Osterlamm mit euch zu essen. Doch wäre unter ihnen,
welcher unter ihnen sollte für den größten gehalten werden. Er aber sprach zu ihnen: Ihr weltlichen Könige herrschen und die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. Ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste. Und der Fürnimmste ist der Größeste, der zu Tische sitzet, oder der da dienet? Ist es nicht also, dass dir zu Tische Oh.
sprach zu ihnen: So oft ich euch gesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche, sprachen: Nie keinen. Da sprach er zu ihnen: Aber einen Beutel hat, ihr nehme ihn, desselbigen gleichen auch die Tasche. Wer aber nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss auch das noch vollendet werden an mir, das geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Sie sprachen aber: seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgeten ihm aber seine Jünger nach an denselbigen Ort. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: sich von ihnen bei einem Steinwurf und kniet nieder, betet und sprach: Vater, wilt du so nimm diesen Kelch von mir.
Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärket ihn. Und es kam, dass mit dem Tode rang und betete heftiger. Es war aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erden, und stund auf von dem Gebete und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend für Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlafet ihr? Stehet auf und betet, auf dass nicht hinanfecht und fallet. Da aber noch redete, siehe die Schar, und einer von den Zwölfen, genannt Judas, ging vor ihnen her und nahet sich zu Jesu, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: was da werden wollte, sprachen sie zu ihm: Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach: Lasset sie doch so ferne machen. Und rühret sein Ohr an und heilet ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die über ihn kommen waren: Ihr seid als zu einem Schwertern und mit Stangen ausgegangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und habet kein
riefen ihn aber und führeten ihn und brachten ihn in des hohen Priesters Haus. Petrus aber folgete von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Palast, und satzten sich zusammen. Petrus aber satzte sich unter sie. Da sah ihn eine Magd sitzen bei dem Licht und sah eben auf ihn und sprach zu ihm. Diese Magd Er aber verleugnete ihn und sprach, Weib! Ich kenne sein nicht. Und über eine kleine Weile sah ihn ein anderer und sprach, Du bist auch der Einer. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und über eine Weile, bei einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, Wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagest. Und alsbald, da ihr noch redete, kräht der Hahn, und der Herr wandte sich und sah Petrum an. Und Petrus gedachte an des Herren Wort, als zu ihm gesaget hatte, ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinet bitterlich. Die Männer aber, die da Jesum hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten ihn und schlugen ihn ins Angesichte und fragten ihn, und sprachen, andere Lästerungen sagten sie wieder ihm. Und als es Tag ward, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führeten ihn hinauf für ihren Rat und sprachen: Bist du Christus, sage es uns. Er sprach aber zu ihm.
sprach zu ihnen: Ihr saget es, denn ich bin es. Sie aber sprachen: stund auf und führeten ihn für Pilatum und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Diesen finden wir, dass sie das Wort Jesus sah, bat ihn.
sehr froh, denn hätte ihn längst gerne gesehen, denn hatte viel von ihm gehört und hoffete, würde ein Zeichen von ihm sehen. Und fragte ihn mancherlei, antwortete ihm aber nichts. Die hohen Priester aber und Schriftgelehrten stunden und verklagten ihn hart, aber Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein Weißkleid an und sandte ihn wieder zu Pilato. Auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde miteinander, denn zuvor waren sie einander feind. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Obristen und das ganze Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habet diesen Menschen zu mir gebracht, als der das Volk abwende. Und siehe, ich habe ihn für euch verhöret und finde an dem Menschen, der Sachen keine, deren ihr ihn beschuldiget, Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, dass des Todes wert sei. Darum will ich ihn züchtigen und losgeben. Denn musste ihnen einen nach Gewohnheit des Festes losgeben. Da schrei der ganze Haufe und sprach: Hinweg, hinweg mit diesem, hinweg, hinweg, hinweg mit diesem, gib uns Stadt geschah und eines Mordes willen ins Gefängnis geworfen. Da rief Pilatus abermal zu ihnen und wollte Jesum loslassen. Sie riefen aber und sprachen: Kreuzige, 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 zum dritten Mal zu ihnen: Was hat
denn dieser Übels getan? Ich finde keine Ursache des Todes an ihm. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Aber sie lagen ihm an mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuziget würde. Und ihr und der hohen Priester Geschrei nahm überhand. Pilatus aber urteilete, dass ihre Bitte geschehe, und ließ den los, der um Aufruhr und Mordes willen war ins Gefängnis geworfen, um welchen sie baten, aber Jesum übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn hinführeten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrenen, der kam vom Felde, und legten das Kreuze auf ihn, dass er es Jesu nachtrüge. Es folgete ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Weiber, die klageten und beweineten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, es wurde
zwinge andere Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißet Schädelstätt, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teileten seine Kleider und wurfen das Los drum. Und das Volk stund und sah zu, und die Obristen samt ihnen spotteten sein und sprachen: Ihr habt anderen geholfen, brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden, selbst ist es selber. Geschrieben die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selber und uns. Da antwortet der andere, strafete ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht für Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist, und zwar wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt und sprach zu Jesus: Herr,
Und es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land, bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerreiß mitten entzwei. Und Jesus rief laut und sprach: gesaget, verschied Da aber der Hauptmann sahe, was da geschahe, preisete Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um. Es stunden aber alle seine Verwandten von Ferne, und die Weiber, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolget und sahen das alles. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann, der hatte nicht bewilliget in ihren Rat und Handel, der war von Arimathia, der Stadt der Juden, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilato und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab und wickelt ihn in Leinwand und leget ihn in ein gehauen Grab, darinnen niemand hingelegen war. Und es war der Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgeten aber die Weiber nach, die mit ihm kommen waren aus Galiläa, und beschaueten das Grab und wie sein Leib gelieget war. Sie kehreten aber um und bereiteten die Spezerei und Salben, und den Sabbat über waren sie stille nach dem Gesetz.